So Leute, jetzt haben wir endlich mal eine tolle Fähigkeit von einer Fee bekommen. Doch nun gehen wir nicht zur nächsten Fee, nein, wir gehen jetzt wie versprochen zum Dungeon. Ich denke mal, das wird auch dieses Mal möglich sein. Hier dieser Krone, der hat was mit dem Bigoron-Schwert zu tun. Kann es allerdings egal sein, weil wir das Bigoron-Schwert nicht haben wollen. Todesgrad. Das ist allerdings nicht der Dungeon, das ist eher gesagt der Vorort zum Dungeon. Oh, liebe Zeit, das ist ein Herzteil. Ich würde mal sagen, dem schmalen Weg zu folgen. Und da muss was rein, weil da sehe ich, da ist was Geheimes. Nichts Besonderes, nur wieder so eine Urstatue. Wie gesagt, den Magma würden wir nicht überleben. Wie gesagt, würden wir diese Rüstung jetzt nicht tragen, würden wir wirklich dahin gehen. Verdammt. Er macht aus dem Stein fällt nichts aus. Macht ihm nichts aus? Und ich werf's. Macht nichts aus dem Stein. Ich weiß auch nicht. Weiß ich auch nicht. Sporenbrocken. Das sind glaube ich keine Steine, die gesprengt werden können. Aber an sich macht das mir keinen Sinn. Was ist da unten so? Wenn es da unten zu geben haben soll, macht das für mich keinen Sinn. Gut, steht natürlich dessen Gefahr, dass wir den Dungeon betreten, wenn es so schön weitergeht, wie es bisher war. Ich hab keine Ahnung. Hier war mal eine Brücke. Oder gibt es hier vielleicht irgendwie eine... Ein geheimen Weg, der uns dahin führt. Aber hier würde mir momentan nichts einfallen. The Secret Way. Ich meine, die Brücke? Das Ding hat keine Brücke. Und hier führt es uns nur so ein Ding lang. Aber ich sollte vielleicht besser gucken. Nö, hat nichts anderes. Das macht die Sache natürlich nicht besser. Also. Vielleicht soll ich einfach mal so einen Stein in die Luft springen, vielleicht. Ergibt sich ja was. Oh, die werden doch gesprengt. Jetzt halt nur die Frage. Vielleicht soll ich es vielleicht nicht von hier ganz oben versuchen. Ah.
Gut, jetzt versuch's mal beim letzten Stein noch. Und wenn das nichts ergibt, dann bin ich ratlos. Ah, doch, ein Loch. Magiekrug, damit füllen wir magische Energie auf. Wie gesagt, er gibt nur eine Lichtung. Jetzt bekommen wir wieder Bomben. Natürlich wieder. Um weitere Felsen aufzuspringen. Ich weiß nicht, irgendwie hat es was mit dem Felsen da hinten zu tun. Ich hab keinen Bock, die neuen Bomben zu verschwenden. Irgendwas stimmt mit diesem Test nicht. Vielleicht sollte ich mal in die andere Richtung werfen zu denen da. Das bringt nichts. Der Fels wäre schon längst in die Luft gesprengt worden. Hier haben wir natürlich ein Problem. Ich meine, springen geht nicht. Weil dann passiert das. Ist natürlich klar. Okay Leute, ich würde mal sagen, um KZ zu verschwinden, werde ich jetzt hier mal herumexperimentieren, wie ich das schaffe. Okay Leute, ich habe herausgefunden, es gibt schon einen Grund, warum der Gorone die Tür geöffnet hat. Ganz einfach. Es gibt nämlich noch einen anderen Weg, um zum Todesberg gerade zu gelangen. Halt bloß, ich finde, es hat sich doch gelohnt, wegen der neuen Fähigkeit halt. Und zwar haben wir jetzt hier den anderen Weg. Jo. Jetzt mal gucken, ob es hier klappt, vielleicht. Nö, die Steine sind steinfest. Aber die können doch gesprengt werden, oder? Nein. Können sie nicht. Unsprengbare Felsen sind es. Ich weiß auch nicht, was sie unterscheidet. Also ich habe das alles in der Engine herausgefunden mit der Komplettlösung des 3D-Teils. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Damit können wir jederzeit im Tempel. Also ganz schön schwierig. Ganz schön tiefe Töne. Na, da werden wir eh nur selten hinkommen. Ja, wir haben es kapiert. Du hast den Bolero des Feuers erlernt, Schiffchen. LP, wir werden uns wiedersehen. Und zack. Ich
Ich sag's ja immer. Und genau an diesem Punkt kehren wir dann zurück. So werden wir dann den Tempel. Soweit ich weiß, ist er so etwa auf dem Schwierigkeitsgrad des letzten Tempels. Und wir steigen so gut. Normalerweise nimmt man die Leiter, doch ich nehme den unbequemen Weg. Feuertempel. Okay, dann wären wir jetzt hier. Außer also sozusagen, der Feuertempel hatte in der Original, in der ur-ur-originalen Version, die bei uns gar nicht rauskam, eine andere Musik, beziehungsweise hatte sie schon bei uns die gleiche Musik. Aber bloß wurde es in dieser Version, glaube ich, geändert. Da ist ja ein Gorone und er bewacht das Tor. Wer ist da? Bist du es, LP? Tatsächlich, LP! Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlen die Waffen, die in der alten Sage Erwähnung finden. Doch mir bleibt keine Wahl. LP, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Und der kann er natürlich durch. Und schließt es dann wieder so zu. Ganz toll. Seit wann gibt es zwei Master-Schlüssel? Gut, dann würde ich mal sagen, dann befreien wir ja schon mal den ersten. Hi du, was hast du uns zu sagen? Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Ich bin frei. Sonst haben wir eine kleine Schatztruhe. Können wir uns rüberschwingen. Und zwar mit einem ganz schönen Krabbums. Das ist etwas spannend aus. Also die Musik wurde geändert und wurde eben der 3D-Version auch schon behalten. Die Virtual Console-Version entspricht dieser Version hier, glaube ich. Gut, gibt es ja sonst noch irgendwas? Weil ich meine, sozusagen irgendwie einen Grund haben, dass wir jetzt hier oben sind. Nö. Anscheinend nicht. Aber darüber kommen wir jetzt auch wieder nicht. Das ist ein ganz schön großer Pfeiler. Also wir haben uns eine monstermäßige Aufgabe gegeben. Im Prinzip. Voll die Gefängnistür irgendwie. Also ein loderndes Feuerverlies. Ah ja, haben wir auch eine Tür. Das ist ein Gorone mit dem Masterschlüssel. Aber da ist auch sicherlich noch eine andere Tür, oder? Oh Leute, jeder gute Film hat einen zweiten Teil verdient.
Kann man die irgendwie so ziehen? Ich frag mal Enzo. Also gut. Okay. Anscheinend kann man die Figur sprengen. Oder? Warte, ich prüfe das nochmal nach. Um den Schlüssel zu bekommen. Wir haben einen Schlüssel. Ich hab hier vollkommen vergessen. Leute, ich denke mal, ich soll den Part beenden. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.